Moin Leute, mein Name ist Koi und in diesem Video stelle ich euch meinen nächsten Path of Exile Charakter vor. Mich würde mal sehr interessieren, ob jemand diesen Charakter wiedererkennt. Das ist der Bild, zu dem ich mein erstes YouTube Video vor mittlerweile anderthalb Jahren gemacht habe. Ist noch jemand von damals da? Damals wie heute spielte ich einen Inquisitor mit Verbrennen und explosiver Tod. Während wir das Verbrennen kanalisieren, lassen wir die Leichen der verbrannten Gegner explodieren und fügen so nochmal mehr Zauberschaden hinzu. Und ich wollte mal sehen, wie sich der Bild heutzutage schlägt. Ich habe natürlich ein paar Änderungen zum damaligen Bild vorgenommen. Verbrennen hat selbst eine eher mäßige Clearspeed, weil wir ja stehen bleiben müssen, um es zu kanalisieren, und die Reichweite ist auch eher meh. Dank dem explosiven Tod peppeln wir das Ganze aber etwas auf, weil die zielsuchenden Bomben schon mal vorausfliegen. Single-Target-mäßig ist auch völlig in Ordnung. Nicht übertrieben stark, aber auch nicht schwach. Stark war allerdings der Leveling-Prozess. Während des Levels machte man mit diesem Setup richtig viel Schaden, sodass ich sehr schnell durch die Story durchkam. Schwach kann sich immer mal die Defensive anfühlen. Da wir ständig stehen bleiben müssen, sind wir leichte Ziele für die Gegner. Gerade wenn es zu viele werden, ist ein Tod ab und zu mal zu verkraften. Kommen wir nun zur Ausrüstung und zum passiven Baum. Wie immer gibt es auch einen geschriebenen Guide, noch von damals, aber ich habe meine neue Ausrüstung neu verlinkt. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen, damit euch auch meine zukünftigen Videos gefallen können. So, fangen wir an mit unserem Hauptsetup. Das ist natürlich Verbrennen. Das ist unser Kanalisierungszauber, mit dem wir sämtliche andere Zauber oder den einen anderen Zauber dann aktivieren. Also verbrennt zusammen mit eigentlich Zaubern während Kanalisierung, die Unterstützung. Die ist hier natürlich in unserem Stab wieder mit drin. Das heißt, insgesamt haben wir sogar einen 7-Link. Zaubern während Kanalisierung ist eigentlich eine Unterstützung, die wir sonst mit reinnehmen müssten. Beim Leveln zum Beispiel, wenn ihr das in eure Tabula Rasa packt, dann müsst ihr die natürlich noch extra mit reinnehmen. Sobald ihr so einen Zauberstab habt, könnt ihr die Unterstützung wieder rausmachen und dann eine andere Unterstützung reinmachen. Also wir haben hier Verbrennen, Zaubern während Kanalisierung und dann natürlich explosiver Tod. Das sind dann diese Kugeln, die umherfliegen. Das sind keine Projektile, auch wenn das so aussieht. Explosiver Tod lässt die Leichen explodieren, macht Feuerschaden. Dann kommt die Kugel, die macht auch nochmal Feuerschaden. Das ist also ganz cool. Das Ganze ist verlinkt hier mit einer Ermächtigung. Einfach nur, damit sie Level von Verbrennen als auch von explosiver Tod erhöht. Und dadurch natürlich auch automatisch mehr Schaden macht. Weil wir jetzt hier Stufe 26 Gems haben, das schon mal super ist. Das heißt deswegen Ermächtigung hier aber auf Stufe 4. Durch uns starb dann sogar noch auf Stufe 6. Deswegen ist das sehr, sehr stark. Ist aber auch sehr teuer, die Unterstützung, die auf Stufe 4 zu kaufen. Normalerweise ist das Maximum nämlich auf Stufe 3. Erst wenn sie verderbt ist, habt ihr die Chance, dass es Stufe 4 wird. Und das ist dann entsprechend teuer, weil es halt nicht immer klappt. Ansonsten ist hier noch konzentrierte Wirkung mit drin. Dadurch kriegen wir zwar weniger Fläche. Merkt man tatsächlich beim Leveln auch, also wenn die Unterstützung weg ist, hat man viel mehr Fläche, man die clears dann ein bisschen besser tatsächlich, aber wir kriegen halt richtig viel Schaden dadurch. Deswegen kommt das einfach mit rein, gerade im Single-Target-Bereich sehr wichtig. Dann haben wir erhöhte kritische Trefferchance, wir wollen ja auf kritische Treffer gehen. Dann haben wir kontrollierte Zerstörung, ist ein bisschen komisch, weil hier steht, wir haben jetzt hier verringerte kritische Trefferchance. Das ist aber plus 100% verringert, also nicht weniger, sondern verringert. Und wir haben ja hier zum Beispiel schon 110% erhöhte wieder. Das gleicht sich also locker aus. Und dann kriegen wir hier nochmal extra 45% mehr Zauberschaden, was einfach super ist. Dann haben wir, ja, explosiver Tod. Ich hatte die ganze Zeit, damit ihr mal seht, wie dumm ich eigentlich bin, mit diesem Setup jetzt schon, hatte ich noch Inspiration mit drin, was die Mana-Kosten reduziert, was ganz nett ist. Und wir eigentlich Inspirationsladung kriegen, wenn wir Mana verbrauchen. Jetzt habe ich gerade beim Aufnehmen des Gameplays vom Anfang des Videos festgestellt, wir kriegen auch keine Inspirationsladung. Warum ist das? Ja, weil wir kein Mana mehr verbrauchen, sondern Energieschild. Durch unseren Helm, dazu komme ich gleich noch. Deswegen können wir Inspiration aber nicht mehr nutzen. Sonst hätte ich Inspiration noch mit drin, weil es eben auch sehr stark ist. Also wenn ihr quasi nicht mit dem Helm spielt oder während des Levels, könnt ihr auch Inspiration mit reinnehmen. Ist auch sehr stark und vor allem beugt es ein paar Mana-Probleme vor, die wir jetzt sowieso nicht mehr haben, weil wir Energieschild nutzen. Aber das ist tatsächlich wichtig, ehe ich darauf gekommen bin. Naja, der Stab an sich, wichtig ist hier natürlich Zaubern während Kanalisierung, dass das mit drin ist. Ich finde auch noch wichtig, dass wir Energieladung bei kritischem Treffer erhalten, damit wir die auch noch kriegen, und Energieladung geben uns auch nochmal kritische Trefferchance. Ansonsten habe ich bei dem Zauberstab natürlich sehr viel kritische Trefferchance von Zaubern generell. Multiplikator ist super und ansonsten plus 2 zur Stufe eingefasste Unterstützungsgemme, das ihr über die Werkbank kriegt, ist auch sehr wichtig, damit vor allem hier auch die Ermächtigung nochmal höheres Level kriegt, als auch an alle anderen Unterstützungen. Und ansonsten wollt ihr Zauberschaden, Feuerschaden, wie gesagt, kritische Trefferchance, Multiplikator, Extraschaden als Karlschaden, alles das, was wir wollen. Was wir nicht wollen, ist, dass wir irgendwie Resistenzen durchdringen, weil das ist uns als Inquisitor vollkommen egal. Die Resistenzen der Gegner ignorieren wir, deswegen brauchen wir nicht die reduzieren oder die durchdringen. Die Gegner haben einfach keine Resistenz. Das ist eben die Besonderheit vom Inquisitor. Ich würde gerne bei dem Zauberstab eigentlich, dass wir den Zauberschaden nicht selbst drauf craften, sondern selbst kriegen, weil dann kriegt er
bis zu 150 oder sogar noch mehr Prozent. Und wir haben hier nur 95%, das ist dann noch ein gewaltiger Unterschied. Ich würde gerne so 130% erhöhten Zauberschaden auf dem Stab haben. Aber man kann nun mal nicht alles haben, auch in Harvest nicht. Dann kann man schon, aber egal. So, dann kommen wir mal zu dem Helm. Das ist das verschlingende Diadem. Plus 1 zur Stufe eingefasster Gem, was super ist. Eingefasste Gem haben 20% verringerte Mana-Reservierung, was sehr gut ist. Löst alle 5 Sekunden Fest des Fleisches aus, was nochmal ein paar Leichen konsumiert und uns dafür Leben gibt. Auch super, hat eine gute Menge Energieschild. Und wir kriegen hier den Punkt unheimlicher Transformator. Das ist eigentlich ein passiver Punkt, der ist hier oben rechts. Eigentlich. Und hier steht, verbraucht Energieschild vor Mana als Fertigkeitenkosten. Das heißt also, wir haben jetzt hier Energieschild über unserem Mana statt über unserem Leben. Und deswegen verbrauchen wir jetzt eben Energieschild statt Mana. Was auch der Grund ist, warum wir keine Inspiration mehr nutzen können. Und dadurch haben wir eben die Chance, erstmal ganz viele Auren zu aktivieren. Wir haben hier, ich habe 5 Auren, also Skills, die Mana reservieren, aktiviert. Und damit wir das machen können, brauchen wir diesen Helm. Wir brauchen Punkte im passiven Baum. Und vor allem brauchen wir dann keine Mana-Probleme am Ende. Deswegen, wir haben hier 19 Mana nur noch übrig von all der Reservierung. Und deswegen nehmen wir am besten unser Energieschild für unsere Skills. Das macht dieser Helm automatisch. Und eben eingefasste Gem haben 20% verringerte Mana-Reservierung. Deswegen kommen hier natürlich all unsere Auren rein. Fanatismus zum einen. Dann hier noch die arktische Rüstung, die unsere Defensive stärkt, wenn wir stillstehen. Was wir während des Kanalisierens ja immer tun. Dann kriegen wir diesen Buff der arktischen Rüstung. Könnte ein bisschen besser, meiner Meinung nach. Wir allein soll 13% weniger physischen Schaden, aber manchmal fühlt es sich, als würden wir den vollen Schaden abkriegen. Gerade gegen physischen Schaden sind wir sehr anfällig. Dann haben wir noch Wut als zweite große Aura, die uns auch nochmal extra Schaden gibt. Genauso wie Fanatismus gibt uns auch einfach nochmal extra Schaden. Das Ganze ist nochmal verlinkt mit einer Erleuchtung, Stufe 4, damit die einfach noch weniger Mana reservieren, die ganzen Sachen. Das ist schon sehr wichtig, aber auch hier wieder etwas teuer. Dann in der Brustrüstung, das muss kein 6-Link sein, ich habe 6-Link gekauft, ich glaube besser wäre es sogar, wenn es nur 5-Link wäre, weil dann könnten wir, ich glaube nämlich Präzision wird hier mit irgendwelchen Sachen unterstützt, dadurch wird die Mana-Kosten von Präzision erhöht, also am besten wäre es eigentlich, wenn das kein 6-Link wäre, ich hatte jetzt keine Lust das nochmal zu ändern. Wir haben hier also drin, wie gesagt, Präzision als noch eine Aura, die uns nochmal kritische Trefferchance gibt, Genauigkeit brauchen wir nicht, wir greifen ja nicht an, aber die kritische Trefferchance ist halt ganz gut. Dann haben wir Flammsport als Bewegungsskill zusammen mit zweite Luft, damit Flammsport noch einmal öfter wirkt und der Cooldown reduziert wird. Flammengolem haben wir hier einfach nur für extra Schaden, stirbt sowieso ständig, ich mag die Golems nicht, ihr kennt mich ja. Dann haben wir Arkane Woge, das heißt jedes Mal, wenn wir Flammsport wirken, kriegen wir den Arkane Woge Buff, der uns auch nochmal Zauberschaden, Zaubergeschwindigkeit und Mana-Regeneration gebührt, ist in dem Fall jetzt nicht mehr so wichtig. Und hier noch sühnendes Feuer, nur die Wahlvariante, die wir hier aktivieren für extra Zauberschaden bei Bosskämpfen. Die Brustrüstung selbst, Kadavermantel, Leben, Elementarresistenzen, Wirkungsbereich und Flächenschaden. Das ist alles das, was wir wollen. Deswegen, ich finde diese Brustrüstung sehr gut. Gibt uns auch nochmal eine Ecke Energieschild, ein bisschen Ausweichwert, also eine sehr gute Rüstung. Ansonsten, was haben wir hier? Unser Extra-Skill. Und zwar haben wir hier mehrere Totems. Also wir haben das Zaubertotem mit mehreren Totems, damit wir gleich mehrere beschwören. Und Entweihen. Das brauchen wir bei Bosskämpfen, denn normalerweise, wir lassen ja Leichen explodieren. Leichen, die wir durch Verbrennen entstehen lassen eigentlich, weil wir mit Verbrennen die Gegner töten und diese getöteten Gegner explodieren wir dann mit explosiver Tod. Das funktioniert natürlich bei Bosskämpfen nicht, weil da keine Leichen sind, nur keine anderen Gegner, die wir töten können. Das heißt, wir müssen bei Bosskämpfen dafür sorgen, nochmal extra Leichen zu generieren. Das machen wir durch Entweihen im Verbund mit Zaubertotem, mehrere Totems. Und dann können wir hier 3 Totems beschwören, die dann ständig Leichen beschwören, die wir dann zum Explodieren bringen. Es wird ein bisschen nervig bei Bosskämpfen, wenn die Totems dann irgendwie Schaden kriegen und ständig weg sind und wir die neu beschwören müssen. Da müssen wir mal ein Auge drauf haben, ob die Totems aktiviert sind. Können wir einmal sehen, können wir auch hier oben sehen. Sobald sie weg sind, sind sie halt weg. Müssen wir neu beschwören. Ansonsten ist hier noch Fleisch und Stein unsere 5. Aura in der Sandhaltung. Einfach nur, damit die Gegner um uns herum geblendet sind und uns auch nochmal weniger treffen. Und wir weniger Schaden von Sachen außerhalb dieses Kreises hier kriegen. Optimal. Bei den Handschuhen selbst, ihr achtet wieder auf Leben. Eigentlich Energieschild. Ich würde gerne meine Handschuhe als auch meine Schuhe eigentlich auf Energieschildbasis haben. Aber hatte ich jetzt nicht. Und die sind halt sehr gut, diese Handschuhe. Wir wollen eigentlich Leben, Energieschild, Resistenzen, sämtlicher Art. Und ich habe hier noch erhöhter Schaden mit Treffern gegen unterkühlte Gegner, weil wir mit der arktischen Rüstung auch die Gegner unterkühlen, wenn sie uns treffen. Außerdem haben wir hier noch das Blitzeis in einem Setup drin, was auch nochmal die Gegner unterkühlt. Das heißt, wir kriegen da nochmal extra Schaden gegen unterkühlte Gegner, was auch ganz gut ist. Und in den Schuhen haben wir Schrei der Unsterblichkeit im Zaubern bei erlittenem Schaden verbunden. Zaubern bei erlittenem Schaden auf Level 1 lassen, Schrei der Unsterblichkeit dann auf Level 3.
Verlängerte Dauer könnt ihr hochleveln. Dann haben wir hier noch Blitzeis auf Level 7, was dann auch nochmal automatisch ausgelöst wird, wenn wir Schaden erleiden und die Gegner unterkühlt. Und vor allem, wenn wir dann Gegner auf diesem Blitzeis töten, kriegen wir Rasereiladung, die uns auch nochmal erstmal Zaubergeschwindigkeit geben und vor allem auch mehr Schaden. Man muss dazu sagen, Zaubergeschwindigkeit bringt uns nur bei Verbrennen was. Zaubergeschwindigkeit bedeutet nicht, dass wir auch schneller die Leichen explodieren lassen. Das passiert einfach nur alle auf 0,25 Sekunden, also viermal pro Sekunde lassen wir die Leichen explodieren. Zaubergeschwindigkeit bringt selbst was nur für Verbrennen. Hilft uns auch ganz schnell, diese ganzen Stacks hier hochzuballern, denn je mehr Stacks wir haben, desto mehr Schaden macht Verbrennen. Und dann auch die letzte Welle macht dann auch nochmal mehr Schaden. Bei den Schuhen selbst, die Schuhe habe ich schon beim letzten Bild, glaube ich, genommen. Leben, Bewegungsgeschwindigkeit und ansonsten Resistenzen. Und ich habe hier noch die ganzen Buffs, die man nicht braucht, die aber natürlich sehr gut sind. Ansturm, Schattenhaft, Rückenwind, die uns allesamt schneller machen und auch mehr Zaubergeschwindigkeit geben, zumindest bei Ansturm und Rückenwind. Bei den Ringen, ich habe natürlich wieder einen Ring, der die Gegner mit meines Assassinen verflucht, damit wir noch mehr kritische Treffer machen. Ansonsten achtet ihr wieder auf kritische Trefferchance, Multiplikator, Zauberschaden. Generell einfach hinzugefügter Schaden ist super. Natürlich im besten Fall Feuerschaden, aber Kälteschaden und Blitzschaden geht auch. Wir nehmen da alles mit. Ich habe hier wieder gegen unterkühlte oder eingefrorene Gegner haben wir ein bisschen Kälteschaden hinzu. Wir unterkühlen die Gegner relativ häufig, deswegen passt das soweit. Und ansonsten Leben, Resistenzen, falls ihr die noch braucht. Energieschild auch ganz nützlich. Dasselbe gilt eigentlich auch für den anderen Ring. Hier habe ich nochmal ein bisschen Stärke. Ich habe hier Zauber und Angriffen Feuerschaden hinzu. Nur für Zauber ist für uns relevant. Treffgenauigkeit bringt uns nichts, dafür aber Multiplikator nochmal, ein bisschen Leben, bisschen Energieschild und ein paar Widerstände. Und auch bei dem Amulett hier auch wieder Leben, Widerstände, Feuerschaden als Leben geraubt ist sehr nützlich, gerade bei Bosskämpfen. Ich habe beim Amulett Kämpfer für die Sache geweiht, das ist der Punkt hier ganz unten, auch einfach nochmal für verringertes Mana reserviert, weil wir so wenig Mana reservieren wollen wie nur möglich, damit wir alle Auren eben aktivieren können. Beim Gürtel selbst, das ist mein typischer Gürtel, Leben, Resistenzen. Wer braucht da eigentlich nicht? Abgrundgürtel mit einem guten Abgrundjuwel. Ich habe jetzt hier Energieschild und ein bisschen Leben. Und noch ein bisschen kritische Trefferchance. Auch nicht schlecht. Bei den Flaschen, wir nehmen eine Flasche, die immun gegen Bluten macht. Natürlich am besten unsere Lebensflasche. Dann haben wir hier den Aschetrunk. Auch sehr gut, weil es uns sehr viel Leben und sehr viel Energieschild wiederherstellt, wenn wir die Gegner töten beim Mappen. Außerdem allein von uns entzündende Gegner auch noch 10% erhöhten Schaden, was auch super ist. Dann haben wir wieder diese extrem teure Flasche. Abgefüllter Glaube ist nicht wirklich notwendig, aber ist natürlich auch sehr gut für unseren Bild. Erhöhter Schaden. Geweihten Boden haben wir sowieso, aber der geweihte Boden wird nochmal ein bisschen vergrößert. Wir haben dann erhöhte kritische Trefferchance gegen Gegner auf geweihten Boden. Die erleiden noch erhöhten Schaden. Also die Flasche ist super. Ihr könnt statt dieser defensiv zum Beispiel auch noch ein Buzzard-Fläschchen mit reinnehmen für zusätzliche physische Schadensminderung oder für noch anderen Schaden einfach Aziris versprechen für extra Schaden als Chaos-Schaden. Ein bisschen Chaos-Widerstand ist auch super. Ihr braucht diese mega teure Flasche nicht zwingend. Ist natürlich sehr gut. Dann haben wir ein Quecksilberfläschchen für mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Wir sind als Inquisitor natürlich immun gegenüber Elementen und Statusveränderungen, deswegen brauchen wir dieses Anti-Einfrieren eigentlich nicht. Ihr könnt ja zum Beispiel Anti-Poison, also Anti-Gift mit reinnehmen. Beispielsweise, ihr braucht kein Entzünden oder kein Anti-Einfrieren, wie gesagt, alles Quatsch. Und hier haben wir noch ein Granitfläschchen für mehr Rüstung und Anti-Flüche, damit wir ein bisschen mehr Rüstung einfach haben für physische Schadensminderung. Quasi dasselbe, was auch das Buzzard-Fläschchen macht. Ihr könnt auch das Buzzard-Fläschchen nehmen. Soweit zur Ausrüstung, kommen wir jetzt zum passiven Baum. Das ist der typische Inquisitor-Baum. Wenn ihr quasi Leveling gehabt, ich bin sofort erstmal hier runtergegangen, also die ganzen Schadenspunkte mitnehmen, wir haben hier gerechte Vorsehung, kritische Trefferchance gegen Gegner, die von keinen elementaren Beeinträchtigungen betroffen sind und Multiplikator für kritische Treffer gegen Gegner, die von elementaren Beeinträchtigungen betroffen sind. Wir entzünden die Gegner eigentlich immer, das heißt, wir kriegen immer diesen 25% Multiplikator drauf, was ziemlich gut ist. Dann haben wir hier unausweichliches Urteil, kritische Treffer ignorieren gegnerische Monster-Elementarwiderstände, was der Grund ist, warum wir uns darum nicht kümmern müssen. Für uns haben die Elementarwiderstände der Monster immer 0. Und ansonsten haben wir Heiligen, Gegner allein durch euch erzeugten geweihten Boden 10% erhöhten Schaden. Im Stand ist die Fläche um euch herum geweihter Boden, also wir erzeugen immer geweihten Boden und wir regenerieren Mana. Gut, brauchen wir jetzt nicht mehr, ist aber beim Leveln ganz nett. Und der zweite Punkt, Pfad des Gottesfürchtigen. 20% erhöhte Angst- und Zaubergeschwindigkeit werden auf geweihten Boden, ist gut. Von euch erzeugter geweihter Boden gewährt euch und euren Verbündeten Immunität gegenüber elementaren Beeinträchtigungen. Das heißt, wir können nicht entzündet, nicht eingefroren und nicht geschockt werden. Wir regenerieren 200 Energieschild pro Sekunde, was super ist, weil wir das Energieschild ja auch nutzen, um unsere Fähigkeiten zu aktivieren. Und unser geweihter Boden bleibt nochmal ein bisschen auf dem Boden für 4 Sekunden, was auch super ist. Bin ich hier lang gegangen für ein bisschen Elementarschaden. Man kann auch direkt hier lang gehen, dann spart man sich 2 Punkte, die man zum Beispiel nochmal in extra Energieschild investieren kann, wenn man das möchte. Das ist dann im Detail abhängig. Ich glaube, ich würde sogar so machen, dass wir hier statt die beiden Punkte hier so mitnehmen, da sparen wir uns 2. Aber das ist im Detail, das ist nicht so wichtig.
Das sind halt die ganz normalen Schadens- und Lebenspunkte, die wir so mitnehmen. Ein bisschen Flächenschaden. Wichtig sind natürlich diese Punkte hier. Verringertes Mana reserviert, verringertes Mana reserviert und nochmal 6% verringertes Mana reserviert, damit wir eben auch alle Auren aktivieren können. Zusammen mit unserer Weihung auf dem Amulett haben wir ja auch nochmal 4% verringertes Mana. Und dann passt das soweit mit unserer Mana-Reservierung. Ansonsten haben wir auch wieder Leben, Feuerschaden. Wir gehen nicht allzu viel auf Feuerschaden. Das heißt, wenn wir auch irgendwie hinzugefügten Kälteschaden oder so kriegen auf Ring, ist das auch super. Aber Feuerschaden ist natürlich trotzdem noch am besten. Dann haben wir auch nochmal kritische Trefferchance. Leben, der Punkt ist ganz gut, weil uns plus 1 zu 1 maximalen Elementarwiderständen gibt, sodass wir dann 76% im Maximum haben. Und hier auch wieder kritische Trefferchance. Leben. Wichtig ist in dieser Punkt Geist über Materie. Bei erlittem Treffer werden 30% des Schadens zuerst vom Mana abgezogen. Und das Mana wird ja durch unseren Helm beschützt von unserem Energieschild. Das heißt, 30% vom erlittenen Schaden wird vom Energieschild abgezogen. Das ist auch der Grund, warum ich eigentlich noch gerne noch mehr Energieschild hätte, weil 1000 ist bei 5000 Leben ein bisschen wenig. Eigentlich hätte ich gern 2000, aber das ist, glaube ich, ein bisschen sehr hart jetzt noch zu machen. Aber wenn wir jetzt auf unseren Schuhen und auf unseren Handschuhen noch mal ein bisschen Energieschild kriegen würden, würden wir auch noch mal ein bisschen mehr Energieschild insgesamt haben und dann passt das schon eher. Stärkt auf jeden Fall unsere Defensive, dieser Punkt. Und ansonsten hier auch wieder Leben, Kreaturenverfolgung, Flächenschaden, Multiplikator, Feuerschaden, Leben, Energieschild, kritischer Treffer, Leben. Ne? Also es ist nichts Besonderes hier. Wir haben ein Auge des Wächters Juwel. Hier wieder Multiplikator für kritische Treffer von Zaubern werden unter dem Einfluss von Präzision. Das ist, wie gesagt, der Fehler in der deutschen Übersetzung. Das ist eigentlich generell Multiplikator für kritische Treffer, nicht nur für Zauber. Ist in unserem Fall aber auch egal, weil wir machen ja Zauber. Aber gilt auch für Angriffe generell. Ist irgendwie hier ein Übersetzungsfehler in der deutschen Version. Und ansonsten achtet ihr, was haben wir hier? Fügt Feuerschaden zu, okay, fügt Angriff im Feuerschaden zu, bringt uns nichts. Multiplikator für kritische Treffer, maximales Leben. Das ist super, alles andere ist Quatsch. Also alles, was mit fügt Angriffen zu tun hat, brauchen wir nicht. Juwelmäßig geht es jetzt auch nochmal ein bisschen weiter nach vorne. Da ist auch noch Luft nach oben. Ich bin jetzt gerade erst Level 88, also ich hätte theoretisch noch ein paar Level, dann würde ich hier hochgehen, den Juwelenplatz mitnehmen. Ich würde wahrscheinlich noch hier so rumgehen, hier nochmal ein bisschen kritische Trefferchance und Multiplikator mitnehmen. Und dann hier auch nochmal vielleicht ein bisschen Flächenschaden. Soweit zu diesem Charakter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war ja, wie gesagt, mein erster Charakter, beziehungsweise der erste Bild, über den ich ein Video gemacht habe. Und ich muss sagen, macht immer noch sehr viel Spaß. Defensiv ein bisschen schwach, aber ansonsten macht es sehr viel Spaß. Ihr könnt es ja mal ausprobieren, ob es euch auch so viel Spaß macht. Ansonsten lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, um meine weiteren Videos nicht zu verpassen. Schaut mal auch Twitch vorbei. Nächste Link, wenn ich dann wieder anfange, richtig zu streamen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video.